Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Präsentation des Buches Hans Kelsen, Biografie eines Rechtswissenschaftlers von Thomas Olichowski. Es ist dies eine Begleitveranstaltung zu unserer derzeit laufenden Ausstellung Wien wird Bundesland, 100 Jahre Wiener Stadtverfassung und die Trennung von Niederösterreich. Und ich darf Sie an dieser Stelle bei der derzeit leider geschlossenen Ausstellung darauf hinweisen, dass wir auf der Website virtuelle Kuratorenführungen anbieten und natürlich auch auf eine Begleitpublikation zur Ausstellung, an der auch die Gäste oder meine Gäste des heutigen Abends als Autoren fungieren. Ich darf also ganz herzlich Thomas Olichowski und Alfred Pfoser heute hier begrüßen und beide ganz kurz vorstellen. Thomas Olichowski hat an der Universität Wien Rechtswissenschaften studiert, 2003 sich für österreichische und europäische Rechtsgeschichte habilitiert. Er ist seit 2019 ordentlicher Professor an der Universität Wien in eben diesem Bereich. Seit 2013 wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2010 Obmann der Kommission für Rechtsgeschichte und das führt zum heutigen Buch und zur Person Hans Kelsen, seit 2011 Geschäftsführer der Bundesstiftung Hans Kelsen Institut. Das zeugt also davon, dass Herr Olichowski sich seit mittlerweile 15 Jahren mit Hans Kelsen beschäftigt und diese langjährige Beschäftigung natürlich eine detailreiche und sehr umfangreiche Biografie als Ergebnis hat und nur eine wirklich Jahre, man könnte fast sagen jahrzehntelange Beschäftigung mit einer Person kann auch dieses Ergebnis erzielen. Alfred Pfoser, Historiker und Germanist und natürlich mit der Wien-Bibliothek im Rathaus über viele Jahre verbunden als ehemaliger stellvertretender Direktor. Alfred Pfoser arbeitet jahrzehntelang zur Geschichte und Kulturgeschichte dieser Stadt, hat zahlreiche Publikationen zur Stadtgeschichte vorgelegt und ich möchte an dieser Stelle nur eine, die in engster Verknüpfung zum Thema des heutigen Abends steht, erwähnen. Die erste Stunde Null, Gründungsjahre der Österreichischen Republik 1918 bis 1922, führt da seit 2019 gemeinsam mit seinem Co-Autor Andreas Weigel auch den Viktor Adler Staatspreis erhalten hat. Ich freue mich also mit Ihnen heute auf dieses Gespräch über Hans Kelsen, über sein abenteuerliches Leben und Wirken, seine Rezeption, vor allem aber auf die Frage, was ihn besonders macht und auch die österreichische Verfassung ganz besonders auszeichnet, welche Bezüge es zur Wiener Stadtverfassung gibt. Und ich persönlich freue mich natürlich auch über einige kurze und hoffentlich verständnisvolle Erläuterungen zur reinen Rechtslehre von Hans Kelsen. Und damit darf ich an die beiden Gäste und Protagonisten des heutigen Abends übergeben. Ich wünsche uns allen einen schönen und interessanten Abend. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass wir also auf diese Art und Weise zusammenkommen. Ich beginne gleich mit einer persönlichen Frage also an Thomas Olichowski. Er hat also mehr als 15 Jahre sich also mit Hans Kelsen beschäftigt und als Produkt liegt uns jetzt also diese 1000 Seiten starke Biografie vor. Das ist natürlich eine unglaubliche Leistung. Erst recht, wenn man dann das Buch liest, so ist man schon also voller Ehrfurcht also vor diesem Opus. Ich beginne mit einer persönlichen Frage. Wie kann man sich denn im Rückblick von, wenn man das Buch jetzt da in Händen hat, diese Arbeit vorstellen? Sie haben ja nicht alleine an dem Buch gearbeitet, sondern da haben auch andere also mitgearbeitet. Sie erwähnen sie ja auch auf dem Titelblatt und im Vorspann wird ausführlich also und ausgiebig also ihre Arbeit auch also gewürdigt. Wie kann man sich das vorstellen? 15 Jahre sitzt man da über Hans Kelsen und schreibt. Wie ist das mit dieser enormen Schreibarbeit? Vielleicht schildern Sie ein bisschen, was Sie sich in Ihrer Werkstatt da in der Zeit begeben hat alles. Gerne. Also zunächst mal, ich habe mir am Anfang sicher nicht gedacht, dass es 15 Jahre lang dauern wird. Es war mir klar, es ist eine große Aufgabe. Ich habe davor mich schon ein wenig mit Kelsen beschäftigt, aber nur ganz am Rande und bin
2003, kurz nach meiner Habilitation, eben von einem damaligen Geschäftsführer des Hans-Kelsen-Instituts gefragt und hätte ich Lust, eine solche Biografie zu schreiben, gewusst, dass ich die Chance meines Lebens zu einem Buch, dass man da so eingeladen wird, das hat man nur einmal im Leben. Und es hat sich dann einfach immer weiter dann ausgeweitet, weil ich gemerkt habe, wie tief man eindringen muss. Kelsen hat, um vielleicht damit zu beginnen, er ist in Prag geboren, hat die Hälfte seines Lebens in Wien verbracht und ist dann teils durch den Nazis auch dazu gezwungen, nach Köln, nach Genf, nach Prag und dann USA, nach Südamerika. Ich habe all diese Lebenswege nachvollziehen müssen, bin überall hingefahren, um dort Zeitzeugen zu treffen, um dort Archivmaterial zu finden. Das ist einfach immer mehr und mehr geworden. Und nach 15 Jahren habe ich dann gesagt, jetzt muss mal Schluss sein. Und habe ihm gedacht, eben das Jahr 2020, da jährt sich die Bundesverfassung zum 100. Mal. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt mal die Karte auf den Tisch zu legen oder in dem Fall das Buch auf den Tisch zu legen. Es ist schon sehr lange her, dass ich also David Bronson, den Biografen von Josef Roth, getroffen und gesprochen habe. Der hat sich auch ungefähr 15 Jahre mit dem Josef Roth beschäftigt. Und er hat mir erzählt, dass er zeitweise eigentlich nicht mehr gewusst hat, ist er jetzt der Josef Roth oder ist er also noch der David Bronson? Und da wollte ich Sie auch fragen, wie ist Ihnen da eigentlich also mit dem Hans Kelsen gegangen? Sind Sie manchmal auch also in diesen Hans Kelsen geschlüpft? Wie sehr haben Sie sich identifiziert? Wie war das mit Distanz? Haben Sie von ihm geträumt? Haben Sie Albträume von ihm gehabt? Aversionen entwickelt? Ja. Es gibt schon solche Momente natürlich. Also deutlich war es, wie ich mit seiner Enkeltochter geredet habe über die Familiengeschichte und sie plötzlich gesagt, ich kenne mich besser in der Familiengeschichte aus als sie selber. Und da dachte ich, jetzt wird es langsam kritisch. Vielleicht besser aus als der Kelsen selber. Hm? Das ist durchaus möglich. Ja. Also Kelsen, ich weiß, dass Kelsen die Geburtsdaten seiner Großeltern nicht gewusst hat. Er hatte mal ein Formular ausfüllen müssen und dann hat er gestreikt. Das ist aber das Schicksal. Ich glaube aber, man kann die Biografie nur schreiben, wenn man eine gewisse Grundsympathie für denjenigen hat, den man porträtiert. Also ich könnte mir nicht vorstellen, eine Hitlerbiografie zu schreiben, ganz ehrlich. Dass man sich so lange beschäftigt mit jemandem Menschen, den man einfach nicht, auch nicht ansatzweise einfach sich hineinfühlen kann. Ja? Es ist nicht so, dass ich immer denselben Ansichten folge wie Kelsen, aber doch seine Gedanken nachvollziehe und Kelsen als eine in Summe liebenswerte Person eigentlich auch durchaus wahrgenommen habe. Das hat sicherlich die Arbeit erleichtert. Eine Biografie zu schreiben ist ja höllisch schwierig. Ja? Also es gibt eine Biografin, die Sigrid Damm, die hat einmal gesagt, eine Biografie gleicht einem Puzzle, wo man schon ein Drittel der Steine verloren hat. Ja? Und das, auf solche Hindernisse sind Sie doch auch ständig irgendwie gestoßen. Also beim Schreiben dieser Biografie, ja. Dass einfach jetzt Zeiten, auch Teile von der Persönlichkeiten oder jetzt einzelne Ereignisse, von denen haben Sie etwas gewusst, aber zugleich haben Sie das nicht also in den Griff bekommen, weil keine Quellen da sind und weil sich die Puzzlesteine irgendwie nicht gefunden haben. Wie war das also beim Schreiben also der Kelsen-Biografie? Gibt es eigentlich sowas wie Lücken? Gibt es also Rätsel, Geheimnisse, von denen Sie heute Probleme, von denen Sie wissen, aber wo Sie einfach bis heute sie nicht gelöst haben? Das gibt es eine ganze Reihe. Das größte Problem war, dass es von Kelsen fast keine Briefe aus der Zeit vor 1945 gibt. Kelsen hat emigrieren müssen in den USA und hat nichts mitnehmen können oder fast nichts mitnehmen können. Die Briefe sind eingebunkert worden in Genf und sind dann später, wie ein Freund von mir geschrieben hat, in alle Winde zerstreut worden. Also was ich aus der Zeit davor habe, das ist Glücksfunde in anderen Beständen. Und damit ist vieles einfach nicht erhalten, viele Gedanken. Aber auch später dann Anstellungsverhältnisse etwa in den USA, viele Details, die ich so nur mehr mutmaßen konnte. In dem Zeitraum könnte man es annehmen, aber es gibt widersprechende Quellen. Mhm. Also mit dem habe ich vielfach zu tun gehabt, mit den Lücken. Dazu muss man auch stehen. Ja? Mhm. Und dann natürlich bei der Biografie
Wie weit darf man in das Privatleben eindringen? Mhm. Ja, darf man sich wirklich Gedanken machen, ob seine Ehe gut verlaufen ist? Alles spricht dafür, aber was soll ich jetzt überhaupt da suchen? Ist das von Wichtigkeit, ist das von Interesse überhaupt, um Kelsen verstehen zu können? Das ist eine sehr heikle Abwägung, die man dann eben vornehmen muss. Eine Frage jetzt noch, vielleicht möchten Sie darauf nicht antworten und sie offen lassen. 15 Jahre Beschäftigung also mit Kelsen, gibt es da nicht auch einen Punkt, wo Sie sagen, jetzt ist Schluss, ernst? Wie ist das jetzt, also nachdem Sie die Biografie geschrieben haben, gibt es da jetzt schon wieder neue Ideen, Anknüpfungspunkte? Es gibt ja auch also die Legende, dass wenn man ein Werk geschrieben hat, dass dann unglaublich viele neue Materialien auftauchen. Das passiert also auch so manchen Forscher, wo man dann eigentlich sofort wieder an die zweite Auflage also ran muss. Wie ist das jetzt? Also bei Ihnen, gibt es da jetzt einmal eine Phase, wo Sie sich eine Kelsen-Auszeit nehmen? Also definitiv war es für mich wichtig, mal auch ein Datum zu haben, wo ich das Buch fertigstelle. Ja, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht fertiggestellt. Ich habe gesagt, 2020 muss das Buch erscheinen. Tatsächlich auch, ich habe bereits jetzt schon eine Reihe von Zuschriften bekommen, die ich alle in meinem Manuskript eingefügt habe. Die zweite Auflage, die wohl bald schon kommen wird, wird das dann hoffentlich alles beinhalten. Ich bereite auch eine englische Übersetzung vor, vielleicht eine spanische Übersetzung. Also das bleibt nicht. Und vor allem, ich bin mittlerweile hineingerutscht und selber Geschäftsführer des Hans-Kelsen-Instituts geworden. Mhm. Und bislang sind noch alle Geschäftsführer im Amt gestorben. Also ich fürchte, das wird mir auch noch länger bleiben. Also ganz wird Kelsen, glaube ich, nicht abhanden kommen. Aber natürlich habe ich das Bedürfnis, wieder andere Themen auch anzuschneiden. Vielleicht ganz andere Themen, mhm. Presserecht zum Beispiel oder sonstige Sachen, die mit Kelsen wenig zu tun haben. Herkömmlich, also bei den Medien und in der politischen Debatte und bei Würdigungsveranstaltungen wird immer Kelsen als Schöpfer, als Vater, Sie nennen es Architekt der österreichischen Verfassung, hervorgehoben und als solche ist er auch bekannt. Es gibt Briefmarken, es gibt also Fernsehsendungen. Also Kelsen wird assoziiert mit eben der österreichischen Bundesverfassung. Und der Bundespräsident hat also die Schönheit der österreichischen Bundesverfassung gepriesen und so setzt sich das irgendwie also bis in die Gegenwart irgendwie fort. Also wenn ich jetzt mir diese Biografie anschaue, so sind eigentlich nur 30 Seiten der 900, jetzt, dann kommen noch 100 Seiten also mit Anhang und wissenschaftlichen Apparat also dazu. Nur 30 Seiten der 900 Seiten beschäftigen sich also mit der österreichischen Bundesverfassung. Was soll man sich also dabei denken? Ja? Das ist natürlich auch deshalb geschuldet, weil eine Biografie den Menschen in den Vordergrund stellen soll und weniger das Werk. Also ich hätte zu vielen Punkten noch viel mehr schreiben können, die aber dann mit der Person Kelsens dann weniger zu tun haben. Also ich wollte auch was Neues schreiben. Über die Bundesverfassung bei der Kelsens Arbeiten daran ist ja schon vielfach gearbeitet worden. Das gilt als zusammenzufassen, auch meine eigenen Forschungen hier zusammenzufassen, aber es gibt auch viele andere Bereiche. Das war auch letztlich ein kurzer Abschnitt im Leben von Kelsen. Ja, er ist im Juni 1919 beauftragt worden, den Entwurf der Verfassung zu ausarbeiten. Und im Oktober 1920 ist dann die Verfassung beschlossen worden. Es war also etwas mehr als ein Jahr, dass er hier gearbeitet hat an diesem Verfassungsentwurf. Ja, das ist von den 92 Jahren, die er gelebt hat, doch ein kurzer Abschnitt, aber ein wichtiger Abschnitt. Mhm. Kelsen, aber soweit ich das jetzt also so an Ihren Ausführungen gemerkt habe, Sie sagen, dass die Rolle beim Entstehen der Bundesverfassung auch ein bisschen vielleicht überschätzt wird. Also, dass man zu viel von Kelsen spricht und vielleicht zu wenig erwähnt, dass an diesem Werk, also der österreichischen Bundesverfassung, so viele andere mitgearbeitet haben, sich eingebracht haben, inhaltlich. Ja. Sie haben dann auch in der Arbeit also darauf gedrungen, dass man eigentlich nicht Vater oder Schöpfer oder so sagen soll, sondern Architekt, der vom Bauherrn bestimmte Aufträge erhält und diese Aufträge dann umsetzt. Ja.
Also, das ist doch, Sie haben so ein bisschen die Rolle auch zurechtgerückt, oder? Habe ich das falsch gelesen? Das kann man vielleicht als Idiotenreiten bezeichnen, aber es ist wirklich, manchmal hat man das Gefühl, Kelsen angesehen, als hätte er die Verfassung im Alleingang geschrieben. Ja? Also habe ich oft mit Leuten diskutiert und gesagt, aber das hat er schlecht gemacht. Also das ist ganz schlecht geregelt in der Verfassung. Also gilt im Guten, im Schlechten. Er war der Jurist, er war der Rechtstechniker. Er war kein Politiker, das war ihm ganz wichtig, dass er eben keiner politischen Partei angehört, dass er Neutralität hat. Und er hat Auftraggeber gehabt. Sie haben es selber gesagt, Karl Renner war der erste Auftraggeber, Sozialdemokrat. Dann aber später Michael Mayer, Christlichsozialer. Und beide haben mit ihm zusammengearbeitet. Und er hat das, was ihm aufgetragen wurde, eben umgewandelt in Normtexten. Das ist eben der Vergleich mit Architekten. Ja? Da kommt ein Bauherr und sagt, ich hätte gerne ein Haus, es soll einen Balkon haben, es soll so und so viele Zimmer haben, bauen Sie mir das Haus. Ja? Und der Architekt muss dann eben dann diese Wünsche in konkrete Baupläne umwandeln, die technisch perfekt sind, das Haus darf nicht einstürzen, ja, es soll auch vielleicht nicht eine Säule mit dem Wohnzimmer stehen, ja, es soll auch kein Schimmel kommen, ja, es soll aber auch ästhetisch ausschauen, das ist eben die Schönheit, die Eleganz der Bundesverfassung. Also ein Architekt hat schon eine ganz wichtige gestaltende Rolle, aber muss sich doch immer fügen, wenn der Bauherr sagt, nein, ein zweiter Stock, er kommt nicht in Frage. Ja. Und auch Kelsen hat sich vielfach fügen müssen und gesagt, wenn anders gewünscht wird, dann bitte. Kelsen hat sich wahrscheinlich nicht direkt so geäußert, aber vermuten Sie, dass Kelsen eigentlich zufrieden war mit dieser föderalen Bundesverfassung, die da 1920 geschaffen worden ist? Im Allgemeinen ja. Im Allgemeinen ja, glaube ich, dass das Demokratiemodell der Bundesverfassung durchaus mit seinen demokratischen Vorstellungen übereingestimmt hat. Sie haben gesagt, föderal, Kelsen war kein Freund des Föderalismus. Genauso wenig wie Karl Renner. Vor allem der österreichische Föderalismus, wurde gesagt, die Länder sind historisch gewachsen, aber völlig von unterschiedlicher Größe. Man muss denken, Wien und Niederösterreich gemeinsam haben mehr als die Hälfte der Einwohner Österreichs gehabt, Vorarlberg und Salzburg, dagegen ganz kleine Länder. Er sagt, das ist kostspielig, das ist sinnlos. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte man den Föderalismus ganz anders gestaltet oder vielleicht ganz abgeschafft. Mhm. Also natürlich ist es nicht immer nach dem Sinn von Kelsen gegangen. Aber das Demokratiemodell, vor allem das starke Parlament, von dem alles abhängt, mit dem allgemeinen Wahlrecht, das war ganz im Sinne von Kelsen. Sie weisen ja darauf hin, dass so der originärste und besonderste Beitrag von Kelsen an der Bundesverfassung war also diese starke Stellung des Verfassungsgerichtshofs. Aber da gibt es auch Hinweise, dass es auch eine schon Vorgeschichte von Verfassungsgerichtshöfen gab und bringen es auch in Zusammenhang also mit der europäischen Szene, also der Verfassungsgerichtshöfe in den einzelnen Ländern. Vielleicht können Sie uns zudem noch kurz sagen, was ist diese Besonderheit des österreichischen Verfassungsgerichtshofes und wie weit ist diese Besonderheit des österreichischen Verfassungsgerichtshofs dann Modell gewesen für andere Verfassungsgerichtshöfe? Also international hat ja, glaube ich, Kelsen also durch diese Besonderheit des Verfassungsgerichtshofes doch so ein Branding erhalten. Ja, ja. Die Idee der Verfassungsgerichtsbarkeit ist älter. Also die kann man sicherlich mindestens die 1880er Jahre zurückverfolgen, als Georg Jelinek einen Verfassungsgerichtshof für Österreich fordert. Und da kommen unglaublich viele verschiedene Vorschläge. Kelsen aber gebührt das Verdienst, dass er das eben ergriffen hat, das gebündelt hat und dann eben bei den Verfassungsberatungen diese Idee noch wirklich umsetzen hat können. Natürlich war er nicht allein dabei, natürlich haben andere die Ideen auch mitgewirkt, aber doch ist sein Beitrag stark und vor allem, dass er im Nachhinein das auch theoretisch fundiert hat. Er hat quasi ein theoretisches Modell der Verfassungsgerichtsbarkeit auch entwickelt und war selber auch 10 Jahre Verfassungsrichter. Mhm. Also all das muss man in Summe berücksichtigen, wenn man seine Bedeutung sieht. Mhm. Was ist das Besondere am Verfassungsgerichtshof? Der Verfassungsgerichtshof ist damals wirklich einzigartig gewesen, weil er eben alle Kompetenzen zum Schutz der Verfassung in sich versammelt. Er ist der einzige Gerichtshof in Österreich, der das tut, muss sich also nicht streiten mit anderen Verfassungsgerichten und hat ein Bündel verschiedener Maßnahmen. Er schützt also wirklich die Verfassung vor
Eingriffe des Gesetzgebers, Eingriffe der Verwaltungsbehörden, aber er hat auch Ministerverantwortlichkeit, Wahlgerichtsbarkeit, also eine Summe von Kompetenzen und in der Summe erst macht das was aus. Das ist, glaube ich, das weltweit Einzigartige. Und es stimmt eben, das ist bestaunt worden, vielfach kritisiert worden auch damals, aber dann haben fast alle europäischen Staaten irgendwann mal dieses österreichische Modell übernommen. Die Wien-Bibliothek hat vor kurzem eine Ausstellung eröffnet. Es gibt das Buch, das ist kurz erwähnt worden. Kelsen hat ja auch eine kleine Rolle am Rande oder nicht ganz am Rande gespielt, also bei dieser Trennung zwischen Wien und Niederösterreich. Und auch, glaube ich, bei der Stadtverfassung hat er vielleicht auch einmal drüber geschaut, ob das eh alles so widerspruchsfrei, logisch irgendwie gestaltet ist. Können Sie da ein paar Worte sagen, als Ergänzung und mehr oder weniger als Appetizer auch, um ins Buch hineinzuschauen und vielleicht dann, wenn wieder bessere Zeiten herrschen, auch die Ausstellung zu besuchen? Gerne. Auch das ist eine mehrfache Arbeit Kelsens gewesen. Er hat an der Bundesverfassung mitgewirkt. Die Bundesverfassung wurde am 1. Oktober 1920 beschlossen und ist am 10. November in Kraft getreten. Und genau an diesem 10. November hat sich der Wiener Gemeinderat versammelt und die Wiener Stadtverfassung beschlossen. Also es geht eigentlich um zwei Verfassungen in dem damaligen Jahr. Mhm. Und Kelsen hat bei beiden mitgewirkt, vor allem bei der Bundesverfassung. Das wäre ein typisches Beispiel, hat er ursprünglich gesagt, Wien ist Bundesland, basta. Mhm. Und dann hat man gesehen, das geht nicht so schnell. Man kann Wien und Niederösterreich nicht so schnell trennen. Vor allem die Frage, wem gehören gemeinsame Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen und so weiter. Und da hat man gesagt, man braucht eine Übergangszeit. Worauf Kelsen, ganz klassisch, innerhalb einer Woche hat er dann einen Bestimmungen ausgearbeitet, wie man eine Zeit lang noch so quasi Wien und Niederösterreich halb besamen lässt. Also hat seine Halbtrennung, ähnlich wie die Schweizer Halbkantone, gegeben. Und das hat Kelsen dann eben ausgearbeitet, gemeinsam mit dem Magistratsdirektor Hartl. Mhm. An der Stadtverfassung hat er dann auch eben, aber das war quasi erst im Späteren, da hat er quasi schon den fast fertigen Entwurf nochmal durchgesehen und den nochmal beraten. Also er hat in vielfacher Ebene hier mitgewirkt, an der Stadtverfassung und der Bundesverfassung. Also ich habe erwähnt, dass ungefähr 30 Seiten im Buch, also sich mit der Verfassung beschäftigen. Dann gibt es also noch 870 weitere Seiten. Sie schreiben am Ende des Buches, und das ist mehr oder weniger auch ein Credo oder ein Programm, also für das ganze Buch, wer Kelsen wirklich verstehen will, der muss sich mit den stärker zeitgebundenen Arbeiten beschäftigen, mit den geistigen und materiellen Bedingungen, schließlich auch mit der Person Kelsen selbst, mit seinem Welt- und seinem Menschenbild. Das ist so mehr oder weniger auch das Arbeitsprogramm, mit dem Sie angetreten sind. Und mit diesem Programm schließen Sie also diese Arbeit. Aber da hat es viele Hindernisse also gegeben, also diese Vorstellungen also zu entwickeln. Im Fall Kelsens hat es ja eine autorisierte Biografie gegeben von Herrn Metall, noch zu Lebzeiten geschrieben, von Kelsen autorisiert. Aber da war die Frage, stimmt sie immer? Und das hat es Lücken also gegeben, die Fragen, die da offen geblieben sind. Und Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass es also relativ wenige Ego-Dokumente gibt, also Korrespondenzen. Deshalb also die Frage ganz am Anfang, jetzt zu dieser Person Kelsen, die ja im Mittelpunkt also dieser Biografie steht. Bleibt da nicht vieles im Dunkeln? Diese Umrisse von Kelsen, sind die nicht schwammig? Können Sie also mit den wenigen Dokumenten, die Sie haben, so auch ein ganz konzises, kräftiges Bild der Persönlichkeit Kelsens uns kurz vermitteln? Ja, also das stimmt auch schon. Es wurde hingewiesen, dass es eben so wenig Briefe gibt, zumindest aus den Jugendjahren. Kelsen hat auch kein Tagebuch geführt, oder zumindest keins, von dem wir Bescheid wissen. Diese Biografie von Metall, die Sie erwähnt haben, das ist ein Freund von Kelsen gewesen, der basierend auf autobiografischen Aufzeichnungen Kelsens eben das verfasst hat, noch zu Lebzeiten Kelsens. Das ist ein ganz dünnes Buch und kann nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden. Da war viele
Halbwahrheiten, wie es einfach so ist. Einfach niemand ist wirklich ein guter Beschreiber seines eigenen Lebens. Da wird immer verfälscht, beschönigt, unbewusst, bewusst. Also hier ist vieles einfach im Argen gelegen. Das war der Grund eben, warum eben dann jetzt 40 Jahre nach seinem Tod eine neue Biografie geschrieben werden muss. Dennoch glaube ich, der Mensch Kelsen taucht immer wieder auf. In Erzählungen von Freunden, auch in der Art und Weise, wie er mit Sachen umgeht. Er war ein geselliger Mensch, humorvoll. Freunde, die ihn erlebt haben, einfach zeigen mir ein Bild mit einer Zigarre in der Hand. Sagt, der hat das ganz typisch für ihn. Ja? Also er hat gerne geraucht, er hat eine Vorliebe für Süßspeisen gehabt, wie es von verschiedensten Quellen berichtet wird, wo ein Kipferl in Kaffee eintaucht und dann hineinschlürft, wie der Mudi ja früher mal gemacht hat. Wenig Vorliebe für Musik oder für solche Sachen, aber eine Leseratte, nämlich auch Belletristik, auch wirklich Kriminalromane, die er gelesen hat, später ins Kino gegangen ist und sich Hollywood-Schinken angeschaut hat. Also es ist der Mensch Kelsen doch immer wieder herausgekommen. Aber er war ein Mensch der Wissenschaft. Und das betonte er auch immer, Wissenschaft ist das Wichtigste in meinem Leben, sagte er wörtlich. Und deshalb eben, dass ich das Buch auch so viel mit ihm als Wissenschaftler auch natürlich befasst. Mhm. Das Buch hat ja verschiedene Ebenen. Das eine ist also eine klassische Lebensbeschreibung. Ja? Also auf das werden wir dann, sind wir schon ein bisschen zu sprechen gekommen, das werden wir noch ein bisschen dann von seiner Herkunft also vielleicht noch ein bisschen näher erläutern. Dann gibt es eine Ebene, wo Sie diese Netzwerke, in denen Kelsen gelebt, studiert, diskutiert hat, also beschreiben und wo er gearbeitet hat. Also vor allem es ist erstaunlich, welche Beziehungen also er also gepflegt hat und in welchen Institutionen, Vereinen er irgendwie auch irgendwie anerkannt, gern gesehener Gast war und dort also seine Ideen auch und Beiträge eingebracht hat. Dann gibt es also diese Ebene mit der reinen Rechtslehre, wo Sie versuchen, also diese Entwicklung je nach Lebensstation, die also auch immer wieder einzubringen. Er hat ja ein Leben lang, 60 Jahre lang, hat er an dieser reinen Rechtslehre immer wieder gearbeitet, neue Baselsteine dazugefügt, das und jenes korrigiert, auch also faszinierend. Und dann gibt es also diese Seite, die wir auch schon ein bisschen besprochen haben, dieser praktische Jurist in staatsrechtlichen Fragen, der also einerseits also im Verfassungsgerichtshof tätig war, der Gutachten verfasst hat, der Memoranden geschrieben hat, der gelehrt hat. Also es sind sehr viele Ebenen in diesem Buch also vorhanden und das Gerüst bildet die Chronologie. Das ist, also das, war das eigentlich immer schon so gedacht, dass die Chronologie, die Zeitstruktur, also von der Geburt 1881 bis 1973, seinem Tod, dass das mehr oder weniger die Grundstruktur also des Buches ist, an die Sie sich halten? Das stand von Anfang an eigentlich relativ fest. Ich habe es zuerst nicht hinterfragt, es kam ganz natürlich. Ich bin auch kritisiert worden dafür, dass es unoriginell ist, einfach chronologisch von der Wiege bis zur Bahre, das zu schreiben. Aber ich habe dann bemerkt, jeder Versuch von mir abzuweichen wird bestraft. Immer dann, wenn ich versucht habe, eine Entwicklung geschlossen darzustellen, Kelsen als Verfassungsrichter über 10 Jahre hinweg, plötzlich tauchen Elemente woanders auf, die nicht erklärt werden können. Und das hat sich dann aufgelöst, wenn ich es dann doch chronologischer mache. Die Chronologie ist nun mal eine natürliche Gliederung und wenn man davon abweicht, muss man das sehr, sehr gut begründen. Also es gibt natürlich Abschnitte, die ich dann zusammenfasse einfach. Aber die Chronologie hat das Gerücht ergeben. Ich habe auch begonnen, auch, muss man sagen, dass ich einfach mal sein Privatleben chronologisch darstelle und in das dann quasi baukastenartig dann seine Schriften eingebaut habe. Also das Erste war zuerst und das andere. Doch bei den Schriften sieht man diese Entwicklung, dass er Sachen am Anfang anders sieht und dann eben im Laufe der Zeit durch Erfahrungen, durch Beschäftigung mit anderen literarischen Werken oder Autoren, dass er plötzlich seine Meinung revidiert. Und das wollte ich darstellen, weil genau das kommt eben auch in anderen Schriften viel zu wenig heraus. Kelsen wird von nur wenig von Rechtshistorikern gesehen. Meistens sind Rechtsphilosophen, die arbeiten zu seinen Werken und die dann
manchmal leider Gottes nicht unterscheiden, hat Kelsen das im Jahr 1920 oder im Jahr 1940 gesagt, vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dass da eine gewisse Entwicklung da ist. Und das war mir wichtig in meiner Arbeit, das darzulegen, dass er eben doch gewisse Sachen plötzlich anders sieht. Sie haben sich auch in zumindest in den ersten Abschnitten intensiv, also mit der Herkunft Kelsens, also beschäftigt. Ist es eine klassisch-jüdische Biografie, kann man fast sagen, in der Habsburger Monarchie. Ein Elternteil stammt aus Brody, der andere aus Prag und dann übersiedelt man nach Wien und nimmt also den kleinen Hans Kelsens mit und es ist nicht eine reiche Familie, aber es ist doch auch eine wohlbestallte Familie. Man hat also versucht, also man hat gar relativ gut also gelebt und der eine Sohn wird also dann mehr oder weniger nominiert als Nachfolger im Geschäft und der andere kann also die akademische Karriere machen. Eine klassische jüdische Biografie in der Zeit des Fin des Siècles. Das kann man wohl sagen, dass vieles typisch ist für die damalige Entwicklung. Bemerkenswert vielleicht, dass die Familie Kelsen, es sind Einwanderer, aber die sehr früh nach Wien kommen. Also sein Vater kommt schon 1864 nach Wien, lange vor diesen großen jüdischen Einwanderungswellen. Und es wäre auch verfehlt, wenn man jetzt, sich die Familie Kelsen als typisch jüdisch sieht, dass eben mit Chanukka-Feier und solchen Sachen da viel am Hut gehabt hätten. Sie waren säkular, der Vater war Freimaurer, sie waren extrem assimilierungsbereit. Kelsen hat sich dann auch taufen lassen, nicht aus religiöser Überzeugung, sondern um sich zu assimilieren. Das muss man betonen, das war notwendig. Ein Jurist um 1900, der am mosaischen Glauben festhält, hat keine Chance, beim Staat angestellt zu werden. Kelsen sieht das am eigenen Leib. Also er versucht einmal, kurz nach Ende seines Studiums, seine Stellung in der Universitätsverwaltung zu bekommen. Da ist er schon getauft und trotzdem heißt es, ein Judenstämmling kommt hier nicht in Frage. Ja, also er ist immer wieder darauf hingewiesen worden, auf seine jüdische Abstammung. Das war für ihn ein Ballast, möchte ich sagen. Das Wort ist sehr hart, aber das Wort wird auch über Gustav Mahler gesagt, ja, der ja auch diesem assimilierten Judentum, säkularen Judentum zugeordnet war. Und auch er hat immer wieder damit zu kämpfen gehabt. Der Antisemitismus ist keine Erfindung des Jahres 38. Der Antisemitismus ist in der Habsburg-Monarchie an der Universität Wien maßgeblich entwickelt worden und dort auch groß geworden. Und Kelsen hat von Anfang an immer wieder damit zu kämpfen gehabt. Und auch das ist insofern typisch für die damalige Entwicklung. Untypisch ist für ihn, dass er es trotzdem so weit gebracht hat, dass er wirklich Professor geworden ist und einer der angesehensten Wissenschaftler. Und gerade daher wurde er auch so angefeindet. Erstaunlich an dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war für mich also diese weit verzweigten Verbindungen, die Netzwerke, die sich Kelsen also mit seinen verschiedenen Interessen da irgendwie auch aufgebaut hat. Erstaunlich für mich einmal auch, dass er zusammen mit Ludwig von Mises also ins akademische Gymnasium gegangen ist und eigentlich über sein Leben lang hat er immer mit dem Ludwig Mises also Kontakt gehalten, war mit ihm befreundet und das war auch seine Verbindung zur österreichischen Schule der Nationalökonomie. Da war auch was da, ein Leben lang eigentlich eine Freundschaft. Dann das ist einer der farbigsten Abschnitte also in Ihrem Buch, wo Sie irgendwie so das Aufblättern, Auffächern, wo Kelsen überall aktiv war. Ludwig Mises, das ist natürlich einfach Zufall, mit wem man in die Klasse geht. Ja? Zufall, dass beide fast gleichzeitig geboren sind und fast gleichzeitig gestorben sind, 1881 bis 1973. Wohl aber kein Zufall, dass die österreichische Schule der Nationalökonomie und Kelsen der reinen Rechtslehre zwei einander, ich will nicht sagen ähnliche Lehren sind, aber Lehren, die kompatibel sind. Da ist offenbar wirklich damals in Wien eine gewisse Geistesrichtung gewesen, die solche Schulen aufblühen lässt. Ja? Liberal, individualistisch denkend. Kelsen hat sich nicht mit Wirtschaft beschäftigt, Mises hat sich nicht mit Rechtstheorie beschäftigt. Und dennoch kann man diese beiden Theoreme zusammenlegen und findet ein stimmiges Ganzes. Also das ist irgendwie ganz bemerkenswert. Was aber wichtig ist, und das haben Sie schon angedeutet, Kelsen hat eben nicht nur mit Menschen Kontakte gehabt, die immer seine Ansichten geteilt haben, sondern ganz im Gegenteil, er hat auch Kontakte gepflogen mit
Feinden im wissenschaftlichen Gebiet, auch mit Ottmar Spann, ja, er war sogar eine Zeit lang mit Ignaz Seipel zumindest freundschaftlich verbunden. Ja. Er hat immer wieder den Gegner fast gesucht. Ja. Er hat seinen Hauptgegner Karl Schmidt mal zum Mittagessen eingeladen. Ja. Unvorstellbar eigentlich. Ja. Aber er hat versucht, über alle wissenschaftlichen Kontroversen doch persönliche Kontakte zu knüpfen. Also er hat einen unglaublich weit gespannten Freundes- und Bekanntenkreis gehabt. Also wenn wir noch mal zurückschauen, also er ist mit Mises in die Schule gegangen, er hat zu den Austromarxisten hat er Kontakt aufgenommen und ist wiederholt dort offensichtlich zu den Diskussionen eingeladen worden, hat also Bekanntschaft geschlossen mit Renner, mit Bauer, mit Hilferding. Er hat in der Schwarzwaldschule unterrichtet, war also über längere Jahre hindurch, war also Lehrer an der Schwarzwaldschule, hat sicher auch dort andere Berühmtheiten, also Kokoschka, Loos oder so, kennengelernt, die ja auch also dort also unterrichtet haben. Er hat also Kontakt aufgenommen oder mit Sigmund Freud, hat also Vorträge gehalten in der Wiener Psychoanalytischen Gesellschaft an den Mittwochabenden. Er hat in der Erwachsenenbildung Vorträge gehalten in der Orania, Volksheim und also eigentlich auf sehr vielen Ebenen hat er irgendwie gezeigt, welche Ideen er hat. Er hat das als Auftrittsbühnen also, gesehen, also für seine auch geistige Wendigkeit. Also eigentlich eine typische Persönlichkeit für diese unglaubliche Kreativität, dieses Fin de siècle vor 1914. Ja, also das wird ja vielfach beschrieben, einfach dieses unglaublich geistige Leben in Wien, damals, wo alles so dicht an dicht ist, wo man ja, er sitzt im Café Herrenhof, das ist ein Stammcafé, und dort trifft er ja die Leute und dort laufen die direkt über den Weg einfach. Jeder hat hier jeden gekannt, das war ganz logisch. Herr Robert, also Musil hat er gekannt und die Schwarzwald, die sie schon genannt haben, die er selber seinen Kreis um sich gebildet hat, da sind ja die ganzen Prominenten auch zu ihr gekommen. Vielleicht ein Punkt, der ins Persönliche geht, er ist der Taufpate von Hans Christian Broder. Das Hans bei Christian Broder, das er dann später mal weggelassen hat, könnte auf Hans Kelsen hindeuten. Wie auch umgekehrt, Broders Mutter, Viola Broder, war die Taufpatin seiner Tochter. Also hier dürfte wirklich eine ganz enge persönliche Verbindung gewesen sein zu dieser sozialdemokratischen Familie. In diesem Freundeskreis war er drinnen, definitiv. Er war sicher auch mit Karl Renner persönlich befreundet. Bei Otto Bauer wissen wir es ganz besonders, dass sie wirklich freundschaftlich miteinander verbunden waren. Ja, wenn wir dann so in die 20er Jahre schauen, also Sie haben also, glaube ich, schon jetzt also vorgestellt, also Kelsens Wirken für die österreichische Verfassung, seine Tätigkeit als Verfassungsrichter. Und dann gibt es also dieses Ereignis, er geht von Wien weg oder wird von Wien weggegangen. Vielleicht können Sie das, das ist ja bis heute eine Wunde in der Geschichte der Universität, dass also Kelsen, also man hat versucht, ihn zu halten, aber das war schwierig. Er ist angefeindet worden, es hat antisemitische Ausfälle gegen ihn gegeben, er ist persönlich betrobt worden und so. Können Sie das also ein bisschen schildern, also diese Dramatik der späteren 20er Jahre? Ja. Die Gründe für den Weggang Kelsens aus Wien sind nicht einfach zu beschreiben, weil es viele Faktoren sind. Aber es ist eine Mischung vor allem aus Antisemitismus und Kritik an seinen Lehren. Das war vielfach verwoben. Also es haben antisemitische Professoren an der Fakultät ganze Bücher gegen Kelsen geschrieben, scheinbar wissenschaftlich, aber einfach persönlich gegen ihn wirklich gerichtet. Das war wirklich ein echtes Problem. Der eigentliche Anlass war der, dass Kelsen als Verfassungsrichter abgesetzt wurde. Die Verfassung von 1920, an der er so viel Anteil gehabt hat, ist 1929 ganz massiv verändert worden. Das war bereits unter dem Einfluss schwerer innenpolitischer Kämpfe zwischen Rot und Schwarz, Justizpalastbrand und so weiter. Im Zuge dessen sind sämtliche Verfassungsrichter abgesetzt worden. Zwei von diesen 14 Richtern sind wiederbestellt worden, alle anderen 12
sind eben unbedankt pensioniert worden, darunter auch Kelsen. Das war wegen einer sehr umstrittenen Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, vor allem was die Frage der Wiederverheiratung von Geschiedenen betrifft, wo man den Verfassungsgerichtshof insgesamt, vor allem auch Kelsen, beschuldigt hat, dass er hier unchristlich, sozialdemokratisch, bis hin zu Haremsheld, das sind Beschimpfungen gegangen. Ja? Wobei er sagt, das war noch ein harmloser, also vielleicht gibt es noch schlimmere Beschimpfungen gegen ihn, weil er eben angeblich die Vielweiberei unterstützt hätte, was nicht stimmt. Es war eine rein formal juristische Entscheidung und Kelsen hat sich öffentlich dazu bekannt, dass er hinter dieser Judikaturlinie steht. Jedenfalls sind alle Richter abgesetzt worden. Das hatte er als eine persönliche Kränkung erfahren. Die Sozialdemokraten haben damals auch eingeladen, sie könnten ihn noch einmal hinein reklamieren in den Verfassungsgerichtshof. Sie verfügen quasi über drei Plätze und haben einen davon Kelsen angeboten. Und Kelsen hat gesagt, nein, er ist im Jahre 1919 von allen Parteien einvernehmlich nominiert worden. Und das war ihm irrsinnig wichtig. Mhm. Er ist ein parteipolitisch neutraler Richter gewesen, kein roter Richter. Und das wollte auch weiterhin so sein und hat eben gesagt, das ist jetzt Anlass, ich gehe weg nach Köln. In Köln ist er mit offenen Armen empfangen worden als Professor. Mhm. Aber es war der große Bruch in seinem Leben natürlich. Er hat quasi alles aufgegeben, was er sich bis dahin erarbeitet hat. Er war damals ungefähr in meinem Alter, 48 Jahre alt. Mhm. Und plötzlich muss er wieder von vorne beginnen. Ja, und das war auch nur kurz. Das war auch nur. Er ist in Köln mit offenen Armen empfangen worden, aber im selben Jahr, 1930, wie er dorthin geht, gewinnen die Nationalsozialisten diesen Erdrutschsieg im Deutschen Reichstag und 1933 dann ist Kelsen einer der allerersten Professoren, die den Lehrstuhl verlieren. Mhm. Das zeigt doch wieder, wie exponiert er war, auch in Deutschland. Also er ist sofort beurlaubt worden und am Ende des Jahres in Pension geschickt worden, wobei man sagen muss, Pension heißt ohne Pension, also ohne, dass er Geld bekommt. Er hat also seine ganzen Ruhegenüsse aus 30 Jahren Arbeit plötzlich verloren gehabt und war dann schon über 50 und plötzlich vor dem nicht dieser Gestand, auch rein materiell. Und die folgenden Jahre waren eine sehr bittere Erfahrung für ihn, wo er wirklich hin und her gehetzt wurde. Er hat es dann in Genf versucht, in Prag versucht und dann ist er in den USA geflohen. Und nirgendwo hat er eine fixe Anstellung bekommen. Das war für eine unglaubliche Erfahrung für ihn, wo er auf der ganzen Welt gefeiert wird, Ehrendoktorate hat, aber das ist noch kein Punkt, dass man ihm eine fixe Anstellung gibt, denn es gab damals so viele jüdische Emigranten. Und das wurde auch in den USA auch gesagt, man kann doch nicht allen helfen. Ja? Also in der Universität von Chicago sagt man, wir haben doch schon zwei deutsche Philosophen, Juden, die zu uns gekommen sind. Wir können auch den dritten noch nehmen. Ja? Also damit hat er sich zu kämpfen gehabt. Sie schildern ja in diesem Buch die einzelnen Phasen, also an der Arbeit, an der reinen Rechtslehre. Da hat sich natürlich auch mit dem Weggang aus Wien hat sich was verändert. Also auch eine Hinwendung zum Völkerrecht. Ja? Das war vorher schon ein bisschen entwickelt, aber das hat er dann also mit Köln und Genf und Prag hat er dann weiterentwickelt und das ist dann fortgesetzt worden in den USA. Aber herkömmlich, wenn man das aus österreichischer Perspektive sieht, ist Kelsen eine stark österreichische Figur. Er ist intensiv, so wie wir das jetzt auch besprochen haben, verbunden mit der österreichischen Wissenschaftsgeschichte, mit der österreichischen Kulturgeschichte, mit der österreichischen Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte. Aber was man nicht so mitdenkt, das ist, dass Kelsen eine internationale Figur, eine internationale Persönlichkeit war, schon während der 20er Jahre sind seine Arbeiten in viele Sprachen übersetzt worden. Seine Schüler, die bei ihm Dissertationen geschrieben haben, haben seine Lehre, die reine Rechtslehre, in alle Welt getragen. Und von Wien ausgehend und dann in Fortsetzung Genf, Prag, ist einfach das in die ganze Welt mehr oder weniger diffundiert worden und hat also dort Eindruck hinterlassen. Und für mich eigentlich also einer der jetzt erstaunlichsten Passagen in diesem Buch in Bezug auf diese ungewöhnliche Rezeption, also des Hans Kelsen, ist also sein Empfang in Montevideo und Buenos Aires 1949, wo er als
als internationaler Star auftritt innerhalb der Juristen dort und alle schauen zu ihm auf und er ist also einer, der also die Verfassungen der Länder in Südamerika also entscheidend also beeinflusst hat und die haben eigenständige Weiterentwicklungen der Rechtslehre betrieben dort und so. Also dieser internationale Kelsen, der, über den weiß man eigentlich also bei uns zu wenig. Und ich glaube, durch diese Biografie wird es auch jetzt in eine andere Dimension gerückt. Ja, das ist sozusagen der zweite Kelsen. Also bei uns in Österreich, dass man wirklich vielfach nur wahrnimmt wegen seiner Arbeit an der Verfassung. Aber die reine Rechtslehre ist eigentlich das, was ihn international so Bedeutung gemacht hat. Und das ist für einen Juristen völlig untypisch. Gerade ein Jurist ist in aller Regel auf das Land beschränkt, in dem er wirkt. Die reine Rechtslehre ist ein theoretisches Modell, wie Recht überhaupt strukturiert ist, was das Recht eigentlich überhaupt ist, wie Recht funktioniert. Und die reine Rechtslehre nimmt für sich in Anspruch, und ich glaube, sie erfüllt auch diesen Anspruch, eine Theorie für sämtliche Rechtsorgen zu sein, wo man also auch spanisches oder deutsches oder russisches Recht erklären kann mit Hilfe der reinen Rechtslehre. Und das ist der Grund, warum er eben schon in den 20er Jahren in Wien einen internationalen Kreis von Schülern gebildet hat. Da sind schon damals auch Südamerikaner nach Wien gekommen, die er dann später in Südamerika wieder getroffen hat. Aber auch aus Estland, auch aus Japan, aus Korea sind Schüler nach Wien gepilgert. Und das hat ihm natürlich den Weg ins Exil erleichtert. Mhm. Sie haben Südamerika angesprochen. In Südamerika ist er bis heute unglaublich populär. Diese Reise 1949 war ein Triumphzug, das kann man wirklich so sagen. Und jetzt, 70 Jahre später, 2019, hat man dort ein großes Symposium gemacht, 70 Jahre Kelsen in Buenos Aires. Ja? Also noch jetzt wirkt das nach diesen unglaublichen Impetus, den er gehabt hat. Das ist auch heute nicht vorstellbar, aber jetzt hat man über Internet ja weltweite Kontakte, aber damals ist er mit dem Schiff ist er wochenlang runtergefahren nach Südamerika. Ja? Er hat in Rio de Janeiro Station gemacht, dann in Montevideo kurz in Buenos Aires und hat er mit dem Flugzeug sensationell den Rio de la Plata überflogen, ja, aber ansonsten alles mit dem Schiff gemacht und zwar das halt wirklich monatelang hat er damit zugebracht mit dieser Reise. Das war unglaublich wichtig. Südamerika, vor allem Argentinien, ist wirklich ganz, ganz schräg geprägt worden durch diese reine Rechtslehre, aber wie Sie sagen, durch Varianten. Südamerikanische Juristen haben das weiterentwickelt, durch eine Art und Weise, die Kelsen so nicht wollte. Und da waren die großen Sprachschwierigkeiten natürlich. Und er hat gesagt, ich muss selber runter und erklären, was die reine Rechtslehre eigentlich wirklich ist. Ja? Mhm. Und das hat dann wirklich erbitterte Debatten gegeben mit südamerikanischen Professoren. Und das stimmt, da waren Vorträge mit über 400, 500 Zuhörern, die ihm dazugeholt haben. Mhm. Und ich war eben auch unten und habe eben noch Zeitzeugen von damals interviewt, die das alles farbenprächtig geschildert haben. Ja, und es hat bis heute ganz großen Auswirkungen. Im Gegensatz also zu Südamerika hat es mit der Rezeption, also mit seiner Anerkennung in den USA nicht so recht also geklappt. Das hat längere Zeit gedauert, also bis dass er dort sich eine feste Stelle erworben hat. Er ist schließlich also in Berkeley also gelandet und hat dort also dann eigentlich die Jahre bis zur Pension also dort verbracht und ist auch in Berkeley oder in der Nähe von Berkeley also gestorben. Und herkömmlich sagt man ja auch immer, dass sein Einfluss also in den USA nicht so dem entsprochen hat, was Kelsen in Europa oder in Österreich oder also in europäischen Ländern oder in Südamerika irgendwo gelungen ist. Ja. Ja. Aber in Ihrem Buch rücken Sie das ein bisschen zurecht. Es ist irgendwie erstaunlich, welche Aufgaben und welche kurzfristigen Aufträge Kelsen auch also in den USA übernommen hat, wo er sich überall eingemischt hat, eingebracht hat, wo er Gutachten verfasst, Memoranden verfasst hat, wo die Regierung ihn herangezogen hat, also für Gutachten, zum Beispiel in der Vorbereitung also des Kriegsverbrecherprozesses in Nürnberg und so weiter. Sie rücken das ja auch ein bisschen zurecht, also seine Rolle in den USA entgegen den bisherigen Beschreibungen. Ja, also er hat einfach große Schwierigkeiten gehabt. Er kommt 1940 in die USA und ist da also schon fast 60 Jahre alt, kann ganz schlecht Englisch. Das hängt immer lange noch nach. Und auch das Seite, das amerikanische
Ausbildungssystem von Juristen, das ganze Rechtssystem ist ja völlig anders geartet als das europäische. Die Lateinamerikaner sind ja viel mehr wie die Kontinentaleuropäer. Ja? Also die Angloamerikaner sind doch eben mehr wie die Engländer, haben das Case-Law-System, ein völliger praktischer Zugang. Man lernt Recht über Fälle. Und theoretische Konstrukte, wie es Kelsen gemacht hat, werden wörtlich als irrelevant abgetan. Ja? Das interessiert doch niemanden, wird gesagt. Und gerade jetzt, im Jahre 40, USA befinden sich kurz vor dem Einstieg in den Zweiten Weltkrieg, gerade jetzt brauchen wir doch ganz andere Sachen. Also da wird vielfach getan, Kelsen ist eigentlich nicht, er ist genial vielleicht, er bekommt Ehrendoktorate, er bekommt ja schon 36 in Harvard ein Ehrendoktorat, daher ist Harvard seine erste Station, sagt er, wenn die mir ein Ehrendoktorat geben, dann werden sie mir eine Anstellung geben. Mhm. Aber nein. Ja? Mhm. Und dann bemüht er sich von Anfang an zu zeigen, er kann auch nützlich sein. Auch das Wort useful wird dann verwendet. Mhm. Es ist offenbar wirklich das Militär, das als erstes entdeckt, diese praktische den praktischen Nutz von Kelsen, der im Gutachten schreibt, wie Sie sagen, bei den Nürnberger Prozessen. Da hat er hat nicht sich um einzelne Prozesse gekümmert, sondern um allgemeine Fragen, kann überhaupt zum Beispiel ein Prozess gemacht werden im Nachhinein? Das ist ein ganz, ganz Probleme. Diese ganzen Straftatbestände des Nürnberger Tribunals sind erst nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert worden. Kann man rückwirkende Strafgesetze machen? Und Kelsen hat gesagt, aber ja, natürlich, was spricht dagegen? Ja? Technisch ist das auf jeden Fall möglich. Und das andere ist eine Frage der Moral. Und das sieht man einfach rein rechtlich, was oft missverstanden wird. Ja? Dass er sehr wohl der Moral einen hohen Stellenwert einräumt. Und sagt, naja, dass die Nazis unmoralisch gehandelt haben, da kann ja wohl kein Zweifel dran bestehen. Ja? Können Nazis wirklich überrascht sein, dass sie im Nachhinein für die Ermordung von Millionen Juden und sonstigen Personen zur Verantwortung gezogen werden? Also das ist auch eine sehr fadenscheinige Argumentation, wenn man sagt, wir haben nichts Unrechtes getan. Ja? Das ist eine moralische Argumentation, sagt er, das ist vollkommen gerecht. Also das war einer der Punkte, wo er ganz entscheidend beigetragen hat zu einer Rechtfertigung der Nürnberger Prozesse und auch viele Tatbestände, die er dort mitgeholfen hat, die mitzuformulieren, das ist ein unterschätzter Aspekt in Kelsens Wirken. Mhm. Überrascht hat mich auch also diese Passage über sein Gutachten nach der Moskauer Deklaration, wo er Leute aus der Schuschnigg-Regierung versucht haben, eine österreichische Exilregierung aufzustellen. Und Kelsen hat ein Gutachten geschrieben, dass das eigentlich so also nicht geht. Das ist eine faschistische Regierung. Und er hat eigentlich verhindert, dass sowas wie also für die Tschechoslowakei gibt, nämlich eine österreichische Exilregierung in den USA auf die Art und Weise durch sein Gutachten. Oder ist das kann man das so? Ja, also es war es hat ja nie eine österreichische Exilregierung gegeben, aber es hat Ambitionen dazu gegeben. Und es waren doch, dass Sie nicht unterschätzen, die Bemühungen von Otto Habsburg, die teilweise eben mit ehemaligen Schuschnigg-Ministern gemacht hat, ein österreichisches Movement eben zu bewerkstelligen. Und Kelsen hat tatsächlich Sorge gehabt, wenn Österreich, wenn der Anschluss für null und nichtig erklärt wird, ja, und dann wird Österreich befreit, müsste Österreich in derselben Form wieder auferstehen, wie es 1938 untergegangen ist. Also wieder als außerfaschistischer Staat. Und da hat er gesagt, eben, das geht nicht und hat daher befürwortet, die heute nicht geteilte Annexionstheorie, dass Österreich eben wirklich untergegangen ist und vollkommen neu begründet werden muss. Und er hat gesagt, eine Volksabstimmung. Ja, so wie im Jahre 38 eine Volksabstimmung war, so müsste man auch 1945 eine Volksabstimmung machen. Und diese Volksabstimmung wird ja hoffentlich ein eindeutiges Bekenntnis zur Demokratie und zur Abspaltung von Deutschland bringen. Das war also sein konkreter Vorschlag. Ja, es gibt ja noch viele interessante, erstaunliche Punkte in dieser Biografie, also des Hans Kelsen. Aber ich schaue ein bisschen auf die Uhr, wir müssen also zum Schluss kommen. Und ich habe noch also einen Punkt, mit dem ich den Thomas Olechowski konfrontieren möchte, nämlich die Aktualität Hans Kelsens. Ja. Die reine Rechtslehre hat aus gutem Grund auf die Trennung von Politik und Recht gepocht und den Staat mit dem Recht also gleichgesetzt.
Gerade in letzter Zeit hat es ja auch in Österreich immer wieder Debatten so gegeben, wie diese Beziehung zwischen Recht und Politik so ausschaut. Es hat ja diese Stellungnahme gegeben, Recht muss Politik folgen, nicht Politik dem Recht. Ja. Dann der Ortstafelstreit in Kärnten und so weiter und so weiter. Jedenfalls ist immer wieder diese Frage der schwierigen, konfliktuösen Beziehung zwischen Recht und Politik zur Sprache gekommen. Und wie hätte Kelsen da dazu Stellung genommen? Ich glaube, die reine Rechtslehre ist eine Lehre, die zu wissenschaftlicher Redlichkeit verpflichtet. Wir haben es leider immer wieder zu tun bei der Vermischung von Recht und Politik, dass jemand ein Wunschdenken präsentiert und sagt, das ist Recht so. Ja, dass er quasi behauptet, so und so die Rechtslehre, er will nur haben, dass es so ist. Ja, dass also politisches Wunschdenken in das Recht hineingebracht wird. Das begegnet uns auf vielen, vielen Ebenen, bei sprachlichen Ebenen, aber auch bei bewussten Verwischungen. Und Kelsen, der einfach immer unterschieden hat, was ist die Rechtslage und wie sollte die Rechtslage sein. Und das ist ja, glaube ich, ein wirklich zeitloses Andenken, das immer aktuell ist, dass man das eine vom anderen sauber trennt. Als man verglichen mit einem Chirurgen, ein Chirurg, der feststellen muss, wo ist das Geschwür und dann kann man es herausschneiden. Ja, aber man kann nicht diesen ersten Schritt, wo ist das Geschwür, verwischen. Ja, also das ist ein ganz wichtiger, da ist das wirklich zeitlos. Aktualität, wir haben es gesehen bei der Bundespräsidentenwahl 2016, wo der Verfassungsgerichtshof sich ja bei seiner Begründung, warum er die Bundespräsidentenwahl aufhebt, ausdrücklich auf den Judikat aus dem Jahre 1928 berufen hat, das von Kelsen formuliert wurde. Also Kelsen wirkt bis heute nach und man sieht auch an der Fakultät, an der Wiener Juristischen Fakultät noch immer teilweise einfach dieses Denken in Bahnen von Kelsen, wo es auch gar nicht mal bewusst ist. Manche Sachen sind allgemein gut geworden. Der Stufenbau der Rechtsordnung ist so allgemein aktiviert, dass man gar nicht daran denkt, dass es von Kelsen und seinen Schülern, von einem Schüler Merkel, kommt. Also Kelsen ist zeitgebunden und zeitlos wie alle großen Denker, glaube ich. Manches ist wirklich der Vergangenheit, also wenn er eben über Schuschnigg nachdenkt, das ist ein historisches Faktum, aber seine allgemeinen rechtstheoretischen Lehren, die sind aktuell wie eh und je. Und auch seine demokratietheoretischen Lehren, glaube ich. Ja, das ist so mein letzter Punkt, dass ich jetzt also mit Ihnen zur Sprache bringen möchte, seine Demokratietheorie. Das hängt ja auch also mit der reinen Rechtslehre in vielfacher Hinsicht zusammen. Was für mich ja sehr erstaunlich war, als er einer der ganz wenigen oder vielleicht der einzige österreichische Intellektuelle ist, der in den 20er Jahren, also in der Ersten Republik, immer wieder sich also mit dem Wesen der Demokratie auseinandergesetzt hat und ein leidenschaftlicher Verfechter dieser Demokratie war, und zwar in einer illusionslosen und auch unbarmherzigen Form, dass er einfach auch festgestellt hat, es gibt dunkle Seiten also der Demokratie. Und trotzdem hat sie so ein Bekenntnis in theoretischer Form also von ihm gegeben und er hat ausgebreitet, also dass die Demokratie einfach diese parlamentarische Demokratie die beste aller Staatsformen ist, die den anderen letzten Endes überlegen ist. Ja. Und wenn man diese Schriften, die oft auch stilistisch in exzellenter Weise verfasst worden sind, also heute liest, so scheinen sie also brandaktuell also zu sein, weil auch heute muss man einfach aufstehen und also diese vielfach auch jetzt in Frage gestellten demokratischen Institutionen verteidigen. Ich glaube, diese Schriften sind aktueller denn je geworden. Wir befinden uns in einer Umbruchszeit, wo vieles, was noch vor 10 Jahren selbstverständlich war, plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist. Wo vieles angezweifelt wird. Und tatsächlich eben, es tut gut, Klassiker zu lesen und nochmal nachzudenken, warum haben wir diese Form von Demokratie? Warum haben wir überhaupt Demokratie? Ja, und tatsächlich der Parlamentarismus, Kelsen war jemand, der gesagt hat, da ist ein Spannungsverhältnis. Viele haben seinerzeit gesagt, Demokratie ja, aber ohne Parlament, diese Quatschbude brauchen wir eigentlich. Er hat gesagt,
Parlamentarismus ist die einzige Art und Weise, wie Demokratie praktisch möglich ist. Alles andere ist theoretisch schön und richtig, aber wie wollen wir es praktisch machen? Das ist eine Frage der Arbeitsteilung, dass man den Parlamentariern das Gesetzgeben überlässt und eben nur bei Wahlen schreitet der Wähler wirklich selber zu den Urnen. Das ist eine ganz, ganz pragmatische Erklärung von ihm gewesen, die noch viel weiter ausgefeilt ist. Aber im Kern trifft das zu. Er hat also wirklich nicht theoretisch herumgedoktert, sondern aus ganz praktischen Erfahrungen einfach die Demokratie eben nicht beschönigt, sondern all ihre Problematik dargestellt und dennoch wirklich leidenschaftlich bejaht. Und da kommt ein Prinzip, also kommt da auch immer wieder zur Sprache, das Zentrale ist für ihn dieser Werte-Relativismus. Ja. Das ist das tödliche Roten wie ein roter Faden, sowohl die reine Rechtslehre als auch die Demokratielehre. Man kann oberste Werte, die Frage, was ist Gerechtigkeit? Man kann das nicht rational erkennen. Er bringt eine Reihe von Fällen. Wann ist ein Selbstmord gerechtfertigt? Wenn jemand im KZ dieser Weise wird sterben, grauenvoll darf er vor Selbstmord begehen. Das ist Wörter von Kelsen als Beispiel. Oder ist der Selbstmord immer und auf jeden Fall verboten? Und andere Fälle. Also die Frage, was ist Gerechtigkeit? Was sind generell Werte? Was ist Glück? Ja? Das ist nicht erkennbar. Und dann sagt eben all das, was man nicht erkennen kann, wo der Wissenschaftler eigentlich hier sagt, aus, ja, da bleibt nur die Abstimmung. Ja. Und das ist letztlich auch eine Form der Bejahung von Demokratie, dass man sagt, wir wissen es nicht. Und niemand von uns ist der große, weise Mann, der es uns vorgibt, sondern wir sind alle eine vaterlose Gesellschaft, wie Kelsen sagt. Wir haben nicht den Übervater, nicht diesen Superman, der uns durch die Krise führt. Wir müssen es selber tun. Und wir können es nur in Brüderlichkeit. Und das geht eben nur Gleichberechtigung in Form von demokratischen Abstimmungen. So, wir haben, glaube ich, jetzt eine Stunde haben wir über Hans Kelsen also gesprochen. Und ich danke jetzt also dem Thomas Olechowski, dass er also die Ideen, den Werdegang Hans Kelsens ausgebreitet hat, diese große Bedeutung, die er sowohl also für die österreichische Kultur- und Wissenschafts- und Rechtsgeschichte gehabt hat, dass er die dargelegt hat, wie auch also diesen internationalen, globalen Status der reinen Rechtslehre mit viel Einfluss, also, den es heute also noch gibt. Und glaube, dieser Kontinent, Kelsen ist ein Kontinent, ja, und da gibt es also viel zu entdecken und dieses Buch, dieses dicke Buch hilft also dabei und es ist ein Kontinent, der es wert ist, wirklich.